das für eine heftige Runde? Tryhard Plus. Was geht YouTube und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf dem Kanal Scorpion Plays, Leute. Wir widmen diesem Video jetzt endlich, ich habe es die letzten beiden Tage schon angekündigt, dem neuen Spezialisten, Freunde. Das ist dieser hier. Wir können jetzt mal gemeinsam reinschauen und zwar, hier sind die ganzen Spezialisten, hier sind auch die ganzen Outfits, die ich noch freischalten muss. Und hier, das ist das Neue, das ist Zero, Leute. Zero kann folgendes, Zero kann eine EMP-Granate werfen und ein EMP auslösen. Das heißt, die gegnerische Wahrnehmung stören. Ihr wurdet locker in den letzten Tagen damit schon übelst abgefuckt, oder ihr habt damit Leute abgefuckt. Ich habe es, wie gesagt, noch nicht gespielt. Ihr seht es gerade rechts unten 0-0. Und passt mal auf, Leute. Ich habe dafür einige coole Outfits. Und zwar habe ich das hier, finde ich ganz nice irgendwie. Das sieht schon ganz fresh aus. Kannst du bitte laden? Genau das hier. Oder auch das. Oh, das ist ja übelst geil. Und das. Ne, wir nehmen das hier. Das finde ich geil, Mann. Ah, kann man das Gesicht auch noch bemalen? Okay, wird nicht angezeigt. Doch, jetzt. Oh. Okay, das ist heavy. Das sieht richtig geil aus, Leute. Gut, dann gucken wir doch mal, was wir damit so gehackt kriegen. Ob wir damit die Gegner mal so ein bisschen, ja, nerven können. So, Zero haben wir eingepackt. Boah, mit der Sniper sieht es auch nice aus. Aber ich habe mich heute mal für die Hades entschieden, weil ich da auch eine passende Tarnung habe. Oha, das sieht schon ziemlich leckerli aus, muss ich sagen. Die Kombination aus diesem Anzug und der Tarnung. Da kann man sich auf jeden Fall nicht drüber beschweren. Ein bisschen fettige Haare hat die gut, muss man natürlich sagen. Da würde ich vielleicht die eine oder andere Haarwäsche nochmal empfehlen. Aber ich würde sagen, wir schauen mal, was der neue Spezialist so kann. Ob man die Fähigkeiten schnell erreicht. Ich habe jetzt auch nichts dabei, was das irgendwie pusht, sondern wir haben jetzt die normale Geschwindigkeit. Man sieht unten schon, die EMP-Granate lädt und der EMP auch. Und ja, wir gucken mal, was so abgeht, Leute. Dieser Lobby hier, Arsenal Team Deathmatch, ist heute angesagt. Gucken wir doch mal, was hier so los ist. Diese Map finde ich so ekelhaft. Wirklich, ich hasse diese Map so krass. Ich weiß nicht mal genau, warum. Wahrscheinlich genau wegen solchen Situationen hier, weil wir aneinander vorbeispringen, weil diese Enge so gang sind, Alter. Diese Gänge so eng sind, wollte ich sagen. So, dann wird die EMP-Granate. Und da hinten, oh, Moment. Okay, wir haben drei Leute direkt mal geflasht. Wow. Hat auf jeden Fall noch nichts gebracht in der Situation. Boah, okay. So, wir haben jetzt das halbe EMP erst. Ich hoffe, das geht so ein bisschen schneller gleich. Ich glaube, die kommen wieder von jetzt hier von rechts. Okay, sind doch nicht von rechts gekommen. Alles klar, muss los. Die ist da hinten gespawnt. Geh mal hier hoch. Hier könnte noch einer sein, so wie der Teammate läuft. Ja, hier ist auch noch einer. Aber den hat der. Okay, wir haben wieder EMP-Granate. Okay, die können wir sogar benutzen. Und zack. Okay, wir haben... Oh, wir leben noch. Wir leben noch. Nice Szenen. Hinter mir? Komm, Teammate, den hast du. Den hast du. Er hat ihn nicht. Er hat ihn nicht. Ich hab ihn. Ah, ich habe ihn nicht bekommen, aber egal. Wir leben noch. Nice Szene, Mann. Okay, komm. Gucken wir noch einmal hier, ob wir den nochmal kriegen. Komm. Nice, Alter. Okay, das war eine coole Szene. Und da hat die EMP-Granate auch, glaube ich, geholfen gerade. Der erste war wirklich ziemlich distract von uns einfach. Komm her, Digga. Danke dafür. Lightning Strike im falschen Moment ausgepackt. Ich glaube auch nicht, dass der jetzt irgendwie was killt. Doch. Er killt einen. Und EMP raus. So, jetzt muss ich Viereck drücken. Was muss ich jetzt hier gedrückt halten? Ah, jetzt habe ich alle gehackt. Ach, das dauert kurz. Seht ihr, ich habe es noch nie gemacht. Und jetzt sind alle gehackt erstmal. Okay, nice. Das heißt, die kriegen jetzt auch nichts von meiner Hellstorm mit, die ich jetzt auf deren Kopf haue. Noch einer kommt. Als ob. Das Ding ist, ich weiß jetzt auch nicht, wo die herkommen. Okay, wir haben aber noch volles Gegnerteam angeblich. Ich sehe nur nichts von denen. Hier bestimmt. Ja. Yep. Wow, Digga. Da hinten wieder im Headglitch. So, ich mache erstmal alles kaputt. Wow, 200 Punkte, Digga. Einfach 200 Punkte dafür gekriegt. Er ist dahinter. Leute, er ist dahinter. Und umdrehen und, come on, kommst du? Wow. Da ist noch einer. Okay, der kommt noch nicht. Komm her, Digga. Oh. Okay. Wir leben noch, wir leben immer noch. Relativ lange jetzt schon. Hier ist einer. Nice, der war weak genug. 10er Streak ist da. Überlebt ist. Nein! Er kommt pre-aimed um die... Oh mein Gott, über welche Range? Habt ihr das gesehen? Das war perfekt, um den Specialisten auch mal andersrum zu testen. Über welche kranke Range seine EMP-Granate mich angehittet hat. Und jetzt werden wir auch gerade gehackt. Ich kann die EMP-Granate nicht werfen.
Ja, ich wusste schon, dass ich das nicht schaffe. Da waren 4 Gegner. Crazy life, Digga. Aber 17-4, richtig nicer Score, Mann. Wir können auch keine EMP-Granaten selber werfen und uns nicht heilen, während wir gehackt sind. Ah, doch, jetzt konnten wir uns heilen. Keine Ahnung. So, der erzählt, das war die EMP-Nate, aber natürlich überlebt er das. Auf ganz entspannter Basis. Na, ich wusste, dass er mich kriegen wird. Titan, hast du halt keine Chance, Digga. Vor allem dieser Lucky-Schuss durch die Wand hat einfach den harten Unterschied gemacht in der Situation. Komm her, Digga. Huhu, komm. Okay, okay, jetzt gerade. Ah, ich konnte nicht weiterspringen. Guck mal, wie ich auf der Stelle springe. Ich bin an dem Schild hängen geblieben. Okay, wir hacken nochmal alle. Okay, man muss echt Viereck einfach die ganze Zeit drücken. Alter, das ist ja voll weird. Sowas gab es ja noch nie, so ein Feature, Mann. Ich weiß nicht, ob ich es gut finde, um ehrlich zu sein. Okay, jetzt haben wir alle Gegner und die Streaks gehackt. Einen Hund würde ich ganz gerne hacken, wenn das möglich ist. Hallöchen. Ich... Ah! Der Hund. Okay, wir haben gewonnen, Leute. Easy erste Runde. Okay, Leute, Firing Range bei Nacht ist angesagt und die Gegnernamen sind ultra schlimm. Aber egal, wir sind der neue Specialist. Wir lassen uns davon nicht aufhalten. Wir werden euch aufhalten. Den werden wir als erstes aufhalten. Dann werden wir den hier aufhalten. Dann werden wir geholt. Ist aber natürlich alles Teil des Plans, weil wir jetzt den aufhalten. Spaß. Wenn da jetzt einer gewesen wäre, es wäre zu heftig gewesen. Okay, ich glaube, hier könnte einer kommen. Ist auf jeden Fall noch nicht die Luft rein hier hinten. Ja, sag ich doch. EMP-Granate. Und da ist auch einer angeschossen. Ja, Digga, keine Chance. Wenn du mich holst, sag ich auch mit COD. Oh, er hat es aber wenigstens versucht. Er hat es full versucht sogar. Boah, Ehre genommen. Hau rein, Digga. Also bis jetzt machen mir eure Namen noch keine Angst. Beziehungsweise nur die Namen, aber sonst macht mir gar nichts Angst. Ich habe ja komplett jetzt gesmoked die erste Zeit. Okay, wir fahren mit dem Auto hinterher, das ist gut. Wir fahren wahrscheinlich hinterher, oder? Okay, hier außen, schnell durch. Schnell durch. Nice. Drohne ist angesagt. Er ist halt hier safe. Jawohl. Okay, nice. Okay, Leute, läuft. Läuft richtig stabil, Alter. Läuft richtig stabil. Hier ist einer. Okay, Blitzschlag. Lauf mal weiter dahin, lauf mal weiter, lauf mal weiter, lauf mal weiter, lauf mal weiter. Okay, die kommt von hier. Müssen wir eigentlich absneaken können. Das sage ich. So, jetzt hacken wir die. Schnell, 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 schnell. Da muss ich gedrückt halten. Gedrückt halten reicht wahrscheinlich, oder? Alles klar, muss los. Okay, Heldstorm raus. Die sind erstmal schön alle gehackt jetzt. Haut rein, Jungs, wir sehen uns. Es ist wie Spiegel, man sieht sich. So, jetzt könnten die hier spawnen, oder? Ich hoffe, das fuckt richtig ab gerade, was ich mit denen mache. Aber ich nehme die auch gerade wirklich ganz schlimm auseinander. EMP-Granate genau hier rein. Er hat aber richtig Glück gehabt. Er ist immer noch nicht tot, jetzt ist er tot. Okay. Hier kommen auf jeden Fall auch welche. Es läuft zu krass gerade. Es läuft zu heftig. 10er Streak schon wieder. Letzte Runde auch schon. Okay, erstmal hauen wir jetzt einen Blitz hier raus. Und zwar hier hin. Okay, Munition sieht gerade nicht so gut aus. Oh, was ist das für eine heftige Runde? Alter. Nein, oh, ich habe die Waffe nicht zu fassen gekriegt. Alter, nice Runden, Mann. Ich meine, es liegt natürlich jetzt weniger am Specialist, aber trotzdem richtig geil, ey. Ich glaube, die haben einfach Angst, wenn die meinen Spezialisten auch sehen, oder? Okay, wir gehen mal hier hoch. Wir stehen mal wieder easy mit einer 10er 11er KD am Start. Juckt uns gar nicht. Da ist einer, 3, 2, 1, meins. Unter mir ist einer. Der lebt sogar noch. Komm mal her, Digga. Du bist meins. Oh, Ehre genommen. Komm, ich dem auch noch die Ehre nehmen, ist ja krass. Okay, erstmal so. Ah, belasten. Hat er keinen Rotpunkt gehabt? Ach, Titan war das. Ah, die Titan. Okay, bei meiner Waffe ist es natürlich noch eine größere Schwächung, wenn mein Ding ins Weg ist, und dann treffe ich gar nichts mehr, weil ich ja keine Iron Sight habe. Okay, der will uns hacken, der will uns hacken, schnell. Ja.
Nein, wieso noch zwei? Alter, waren wieder mal alle Leute. Alter, die nehme ich ja so auseinander, die Jungs. Okay, jetzt hacken wir wieder zurück. Nein, 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 nein. Ich bin doch da vor einer Sekunde erst gespawnt. Wo kam er? Oh mein Gott, die Runde war so geil, Leute. Schön 5-4er-Quote gedrückt, den Jungs. Das war doch mal richtig, richtig schmackhaft, Leute. Lasst dem Video gerne ein Like, denn mir gefällt der Specialist sehr gut. Natürlich nicht, wenn man ihn kassiert, aber wenn man ihn einsetzt und weiß, an welchem Zeitpunkt und wann man die Nade schmeißt, ihr habt es gesehen, dann ist es schon sehr befriedigend, mit dem zu spielen. Lasst dem Video gerne ein Like, da würde ich mich drüber freuen. Checkt die letzten Videos gerne ab. Ich bin raus für heute, haut rein, bis zum nächsten Mal und ciao.